Und jetzt sitze ich hier in einem Haufen Wäsche mit strubbeligen Haaren und mache mir Gedanken, wie es weitergehen soll. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich sitze hier mal wieder neben einem Haufen Wäsche. Was bedeutet ein Work and Talk? Irgendwann mal habe ich das aus Versehen erfunden, weil alle immer ein Style and Talk machen und ich nicht so viel style. Und dann sind die immer nur 3 Minuten lang, die Videos. Und die Pippa Pippo macht das, glaube ich. Die macht Walk Talks. Die geht spazieren und erzählt immer. Aber das habe ich nie hingekriegt mit dem Geschwisterbuggy und der Kamera, weil dann fahre ich immer ins Gebüsch oder den Berg runter. Deswegen dachte ich mir, ich muss irgendwas anderes machen. Was mache ich den ganzen Tag? Arbeiten. Also Work and Talk. Ich mache die Wäsche und lege hier alles zusammen und mache mir hier kleine Häufchen und spreche mit euch immer über irgendwas anderes. Heute habe ich mir aber gedacht, verstecke ich mich mal hinter meiner Wäsche, weil es geht um ein ganz bestimmtes Thema. Ich bekomme, glaube ich, ja, diese Frage immer öfter gestellt und habe mir gedacht, komm, du sagst jetzt einfach mal was dazu, was dir so im Kopf rumschwirrt. Und zwar geht es darum, willst du ein drittes Kind? Und, oder was heißt, willst du ein drittes Kind? Wann willst du ein drittes Kind? Und, ne? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich so viele Nachrichten kriege, da ich mal 2 Kinder hatte unter 2, also Kinder mit sehr geringem Altersunterschied und die jüngste ja jetzt schon fast 2 wird und ihr so denkt, hallo? Ist das nicht ein bisschen jetzt spät für dich so? Ne? Also ich bin schon so, dass ich will, dass die Kinder alle relativ nah beieinander sind altersmäßig. Ich möchte da nicht zu große Abstände haben. Einmal für die Kinder und einmal auch für mich finde ich es besser so. Wir sind ja, also ich bin die älteste von 4 Geschwistern und wir sind alle innerhalb von entweder 1 Jahr oder 2 Jahren Abstand geboren. Ich glaube, wir sind alle 4 in 7 Jahren geboren. Warte, mein Jüngster. Ja, ja, das kommt hin. Und deswegen möchte ich da eigentlich nicht zu lange warten. Jetzt sind wir aber gerade halt in einer Situation, die nicht so hundertprozentig einfach ist, weil mein Mann eben noch diese Weiterbildung zum Meister macht und ich noch in Elternzeit bin und wir auch noch auf der Suche, ganz stark im Moment auf der Suche nach einem Haus sind, nach einem besonderen Haus, was sehr schwierig ist zu finden. Wir sind da dran, aber das werde ich euch in einem anderen Video erzählen. Das ist jetzt erstmal, ich will euch das auch erst erzählen, wenn ich nähere Auskünfte geben kann, weil jetzt ist das alles noch zu wischiwaschi. Und ja, das ist alles momentan, wir haben Angst, uns ins Chaos zu stürzen. Ist ja nicht schon so, dass man sowieso mit 2 kleinen Kindern schon mitten im Chaos lebt. Um was macht man sich denn da eigentlich Gedanken? Ich mache mir richtig viele Gedanken um Dinge, um die sich mein Mann keine Gedanken macht. Wiederum macht er sich Gedanken über Dinge, über die ich mir überhaupt keine Gedanken mache. Und ich glaube, das sind auch so ganz typische Sachen. Mein Mann, würde ich sagen, macht sich am meisten Gedanken um Geld, weil er, Männer wollen immer die Familie ernähren und wir hatten, wir sind keine Millionäre, aber wir hatten auch noch nie jetzt Geldprobleme oder so und wir kommen super durch, jetzt sogar in der Zeit, wo er den Meister macht, wo er noch zur Schule geht, wo er bei der Abendschule war, wo ich in Elternzeit war. Wir haben immer alles super so hingekriegt, also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und ich muss sagen, jetzt im Moment, also der größte ist ja 3, 3 und 1,5, sind die Kinder
nicht so ins Geld gegangen. Also ich weiß, dass es natürlich anders wird, sobald die größer werden und ganz andere und eigene Ansprüche und Wünsche haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass Babys, Kleinkinder teuer sind. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich haben wir teilweise sogar auch noch Geld gespart, weil wir nicht mehr so viel gefeiert haben und nicht mehr die großen, teuren Urlaube gemacht haben, sondern immer so Centerparks und sowas, was viel günstiger war. Also ich glaube, da geht man, sind wir so plus minus null rausgegangen. Und er macht sich auch Gedanken um ein Auto, weil wenn man zwei Kinder hat, ist einfach was anderes, als wenn man drei Kinder hat. Dann, ja. Also ich glaube nicht, dass in ein normales Auto auf die Rückbank hinten zwei große Kindersitze und ein Maxi-Cosi hinpasst, oder? Also muss da so ein Mega-Auto her, oder? Mit mehreren Reihen, oder? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare an alle Mehrfach-Mamas, noch mehr als zwei, wie das läuft. Mit was ihr unterwegs seid. Vielleicht mit so einem Tandem-Fahrrad, wo ganz viele, wie die Mainzelmännchen früher. Was macht das jetzt hier drin? Auto und Geld, das sind so die Sachen, über die sich Männer Gedanken machen, ne? Ich mache mir Gedanken um einen Babysitter. Wir haben meine Mutter, die komplett mich super ersetzen kann. Ich mache mir 100% keine Gedanken. Ich kann super abschalten, wenn ich weggehe und meine Mutter einen kompletten Tag oder auch eine komplette Nacht mit meinen Kindern alleine ist. Das ist so viel wert. Und ich weiß nicht, wie es wird oder werden soll, wenn da noch ein drittes Kind im Spiel ist. Also ich glaube, man kann es dann auch übertreiben. Ich weiß nicht, ob man das dann immer jemandem so zumuten muss. Ich meine, die hat uns vier ja auch groß gekriegt, aber Mütter verändern sich im Laufe der Jahre. Vielleicht kennt ihr das von euren Müttern oder euren Omas. Die sind dann auch mal froh, wenn sie die dann wieder abgeben können. Ne? Die werden ja auch nicht jünger. Ja, so ist das bei uns. Da mache ich mir Gedanken, wenn dann mal was ist oder wenn André und ich mal weg wollen alleine, dass die Chancen da auf jeden Fall geringer werden, dass irgendjemand sagt, ja komm, gib mal her deine drei Kinder, ne? Man muss ja auch immer, wenn man ganz ehrlich ist und aufs Gröbste gefasst ist, auch immer noch eine mini kleine Chance damit rechnen, wenn man schwanger wird, dass das nicht nur eins wird, ne? Könnten ja auch zwei werden. Der Herr des Hauses liegt mir auch schon lange in den Ohren, dass er unbedingt einen Hund möchte. Und also sobald ein Haus da ist, möchte er unbedingt auch einen Hund. Also ich weiß nicht, wo ich da noch enden soll. Ich liebe Hunde und ich habe richtig Bock drauf, aber da bin ich dann doch, ich bin ja total der Herzmensch, aber bei Hund bin ich total, da läutet mein Kopf. Da spricht für mich im Moment einfach noch zu viel dagegen, aber mal sehen, wo uns alles hinführt. Das ist nämlich eben die Sache, wenn ich über ein drittes Kind nachdenke, ist das ein ganz klarer Kampf zwischen Herz und Kopf. Was sagt der Kopf noch? Zeit. Ich habe Bedenken, ob ich meinen Kindern immer noch so gerecht werden kann, wie ich es jetzt tue und auch später noch gerecht werden kann. Ich denke an so Sachen wie, nochmal jetzt so ausgedacht, Fußballtraining, Tanzen, dahin fahren, Hausaufgaben machen. Kann ich das bei drei Kindern auch noch so? Ich weiß, ganz viele Leute haben drei, vier, fünf Kinder und es gibt auch Leute, die haben 10 Kinder und die kommen gut zurecht. Wir waren 4 Kinder und ich muss schon sagen, also bei uns war jetzt keine Zeit dafür, dass uns irgendjemand irgendwie zum Sport gefahren hat oder großartige. Also wir haben immer so Kleinigkeiten gemacht, wir sind aber auch viel mit dem Bus gefahren und ich möchte irgendwie schon meinen Kindern da so ganz besonders was bieten, aber ich glaube auch, dass man das irgendwie verbinden kann, ne? Und alle zusammen in den gleichen Verein schubsen kann, zum Beispiel jetzt. Ich glaube, das ist einfach total sinnlos gerade in meinem Kopf. Aber nicht nur die Zeit für die Kinder, sondern ich mache auch mir unterbewusst Gedanken mit jedem, also ich glaube, mit jedem weiteren Kind schwindet auch so ein bisschen die Zeit als Paar. Also ich hoffe nicht die Liebe oder sonst irgendwas, ne? Aber ihr wisst schon, wie ich meine.
der Unterschied von einem Kind auf zwei Kinder war für mich extrem krass. Also ich war mit einem Kind echt so eine richtige Insta-Mama und bin zum Sport gegangen und mein Kind war das Liebste auf der Welt und alles war super Aitita. Ich hatte sogar Langeweile, dass ich mit YouTube angefangen habe. Ja, und dann kam mein zweites Kind. Die Rebellin höchstpersönlich und jetzt sitze ich hier in einem Haufen Wäsche mit strubbeligen Haaren und mache mir Gedanken, wie es weitergehen soll. Also es kommt manchmal anders, als man denkt. Ich habe jetzt aber von vielen gehört, der Unterschied von ein auf zwei Kinder sind krass. Ist krass, der Unterschied ist krass. Aber von zwei auf drei ist dann nicht mehr so krass. Wenn man immer so sagt, das dritte Kind läuft dann so nebenher, das finde ich blöd, wenn man das so sagt. Aber ich weiß schon, was die Mütter, die das sagen, damit meinen. Also, das ist sehr, sehr, sehr aufregend. Das sind die Sachen, die mir dazu so durch den Kopf gehen, die mir so ein bisschen Angst machen. Wir sind immer hin und her gerissen. Und manchmal sagt auch der eine, ja okay, jetzt so irgendwann. Und der andere sagt, auf gar keinen Fall, dann sind wir uns mal kurz wieder nicht einig. Und dann dreht sich das auch ganz schnell wieder um. Es gibt sogar Tage, da sagen wir beide, nee, auf keinen Fall. Also es steht wirklich alles noch total in den Sternen. Ich bin ein Herzmensch, also mehr brauche ich dazu nicht sagen. Der Ruf aus meinem Bauch wird stärker und ich möchte auf jeden Fall ein drittes Kind, wenn nicht noch ein viertes. Aber ich habe auch Angst. Und deshalb ist das alles momentan, sind die anderen Sachen erstmal so vorne rangestellt, dass wir erstmal nach dem Haus gucken. Aber ich kann es euch auch nicht sagen. Es kann sein, dass wir übermorgen sagen, komm, das wuppen wir jetzt auch noch. Also es ist und bleibt sehr spannend. Und ich möchte jetzt natürlich ganz viele Sachen von euch wissen. Wer von euch hat mehr als zwei Kinder? Wenn ja, wie viele? Wie läuft's? Wie ist der Unterschied von zwei auf drei? Wie war für euch die Veränderung von 1 auf 2? Oder habt ihr vielleicht nur 1 und ihr seid super glücklich damit und wollt es alles so belassen und wollt auch nur 1? Oder wollt ihr unbedingt ganz viele? Ich kann nur von mir selbst sagen, als Schwester von 3 Geschwistern, also wir waren ja 4, das war, also wie ich auf Instagram immer sage, beste Leben. Wir hatten so eine geile Kindheit. Wir hatten natürlich Freunde, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, brauchten wir keine Freunde. Wir waren unsere besten Freunde, gerade weil wir so nah aneinander waren. Wir hatten so coole Urlaube, dabei sind wir nicht einmal als Kinder geflogen. Wir waren immer nur irgendwie Nordsee, Ostsee, Holland. Mal in Disneyland waren wir, das war glaube ich so schon das Größte, aber wisst ihr, was ich meine? Da zeigt sich das auch wieder. Also Geld spielt da für mich überhaupt keine Rolle, weil wenn es eins ist, was ich gemerkt habe, die letzten 3 Jahre, seit ich Mutter bin, das ist sowas von das Unwichtigste. Deswegen bin ich auch immer noch zu Hause, obwohl meine Elternzeit jetzt ausläuft. Da fragen auch immer ganz viele, wie machst du das? Das erzähle ich euch auch nochmal alles, aber ich hasse das alles. Bitte fragt mich nicht irgendwas mit Elterngeld und Papierkram und da breche ich direkt im Strahl. Aber was ich damit sagen will, diese Jahre, wo die Kinder noch so klein sind, das sind so wenige Jahre und die brauchen überhaupt kein Geld. Ehrlich, die brauchen echt kein Geld. Und Zeit ist sowas von wertvoll und das haben wir jetzt die erste Zeit echt so super gut hingekriegt zum Glück. Dass ich niemals sagen würde, jetzt ich gehe jetzt arbeiten, weil wir mehr Geld brauchen und gebe irgendjemanden früher in den Kindergarten oder so. Ich weiß natürlich, dass das bei vielen nicht anders geht, besonders bei Alleinerziehenden, die quasi die Familie tragen müssen. Aber solange man die Chance hat, finde ich, kann man das ruhig ausnutzen und mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Oh, ich bin ganz froh, dass ich das jetzt so alles mal irgendwie rausgelassen habe und ich bin total gespannt, dieses Video irgendwann mal in ein paar Jahren zu gucken und dann zu wissen, wie das Ganze denn dann ausgegangen ist. Ich habe echt nur die Hälfte des Berges geschafft und könnte jetzt noch so ein Video drehen. Wenn ihr
Lust habt auf weitere Work-and-Talk-Videos, einfach wo ich nur mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, über irgendwas, was mir gerade so durch den Kopf geht, dann schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, über was für Themen oder was für ein Thema ich da gerne sprechen soll. Wenn euch irgendwas auf der Welt interessiert, wie meine Meinung dazu ist. Und ansonsten bitte schreibt mir, wie viele Kinder und alles, was ich gerade gesagt habe. Voll, voll spannend. Ja. Ich glaube, das war's. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ciao!